Eminenz, lieber Herr Kardinal Koch, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen hier in der Sendung Rom direkt und vorstellen, muss ich nicht vorstellen, aber als den Vorsitzenden vom Rat der Einheit der Christenheit. Die Christenheit ist nicht eins, aber sie teilt doch ein Evangelium. Jetzt hat Papst Franziskus in seinem ersten apostolischen Schreiben die Freude des Evangeliums an den Anfang gestellt. Darf ich mit einer ganz persönlichen Frage anfangen? Was ist für Sie die allergrößte Freude im Evangelium? Das allererste Wort, mit dem eigentlich die neutestamentliche Botschaft beginnt, und die heißt Chaire, freue dich. Das ist der Gruß des Engels an Maria und ist im Grunde genommen der Notenschlüssel für all das, was folgt. Das Evangelium ist Freude. Deshalb ist Evangelium Gaudium eigentlich ein Pleonasmus, weil das Evangelium nicht nur Freude macht, sondern Freude ist. Haben Sie das dem Papst gesagt oder hat der Papst das von Ihnen? Dass der Notenschlüssel des Evangeliums ist, die Freude. Nein, das haben natürlich die Evangelisten schon gemerkt und gewusst. Nun ist aber, dann möchte ich Sie fragen, wie kommt es denn dazu, wie kommen unsere Mitbrüder und Schwestern aus den reformatorischen Kirchen, wieso sind die an den schönen Namen evangelisch gekommen? Das ist so die Schwierigkeit, nicht, dass Grundbegriffe unseres Glaubens dann aufgeteilt werden. Die einen nennen sich katholisch, was ja eigentlich allumfassend heißt und alle Christen einschließen sollte, und andere nennen sich evangelisch. Sie nennen sich so, weil sie den Anspruch gehabt haben, das Evangelium neu zur Geltung zu bringen. Aber natürlich will jeder Katholik evangelisch sein, in dem Sinne, dass er kein anderes Fundament kennt als das Evangelium. Mhm. Sind Sie ein eifersüchtig, werden Sie nicht sein, auf den schönen Namen evangelisch. Wir möchten es gerne sein, aber wir dürfen es nicht so nennen. Aber können Sie noch, Sie haben es ja gerade schon kurz angesprochen, das Wort katholisch ein bisschen besser erklären. Was heißt das, wir sind katholisch? Das kommt vom Griechischen her, katholon, also dasjenige, was das Ganze betrifft, dass wir allumfassend sind, weil dahinter steht natürlich die Überzeugung, Jesus eine Kirche gewollt hat und eine Kirche gegründet hat und sein Heilswille auf die ganze Menschheit zielt, also das Ganze umfasst. In dem Sinne könnten auch, müssten eigentlich auch evangelische Christen die katholische Kirche bekennen können. Also nach Ihrem Verständnis umfasst die katholische Kirche auch die evangelische Kirche. Wenn wir allumfassend sind, dann sind die... Im ursprünglichen Sinne, ja. Im ursprünglichen Sinne. Und das war für mich eigentlich eines der ganz schönen Erlebnisse bei der ersten europäischen ökumenischen Vollversammlung in Basel, als im Glaubensbekenntnis der evangelische Vertreter die eine heilige katholische Kirche bekannt hat. Das hat der evangelische Vertreter gesagt, ja. Und ich sehe oft, ich höre oft, wie das diese Passage im Credo übersprungen wird oder wo man einen Bypass sucht. Dann erklären Sie mir und uns damit auch noch das Wort orthodox. Was heißt orthodox? Und warum sind die orthodox, warum sind wir katholisch? Also, orthodox im ursprünglichen Sinn heißt eigentlich die rechte Verehrung haben. Doxa ist der Lobpreis Gottes. Insofern hat Orthodoxie sehr viel mit der Liturgie zu tun, ist dann aber im späteren Begriff die rechte Lehre geworden. Und die Orthodoxen sagen, wir haben die rechte Lehre bewahrt und nennen uns deshalb orthodox. Und was sagen Sie dann den Orthodoxen, wenn die Ihnen das sagen? Dass ich auch orthodox sein will und hoffe auch als Katholik orthodox zu sein. Das heißt, wir sind auch orthodox. Die Evangelischen sagen, sie sind evangelisch, wir möchten evangelisch sein. Die Orthodoxen sagen, sie sind orthodox, wir möchten orthodox sein. Das ist ja die Tragik der Kirchenspaltung, dass jede Kirche für sich einen Begriff in Anspruch nimmt, der eigentlich das Ganze meint. Und damit kommen in diesen konfessionellen Begriffen, katholisch, evangelisch, orthodox, kommt eigentlich die ganze Dramatik der Kirchenspaltung schon verbal zum Ausdruck. Nun ist uns ja von Johannes selbst das Wort Jesu überliefert,
dass er sich gewünscht hat, ut unum, dass alle eins seien, dass alle ut unum sind, das Schreiben von Papst Johannes Paul II. Was ist denn jetzt das größte Hindernis, dass wir eben nicht eins sind? Sie haben schon angesprochen, es gäbe Ihren Rat nicht, die Einheit der Kirche, wenn der Christenheit, wenn es sich die Einheit gäbe. Was ist für Sie das größte Hindernis, was diese Einheit verhindert? Ich glaube, die verschiedene Geschichte, die wir gehabt haben, ich denke vor allem zwischen Ost und West, wir haben uns eigentlich mehr auseinander gelebt und auseinander entwickelt, weil wir keine Beziehungen mehr gehabt haben und dann eigene Entwicklungen eingeleitet haben und haben erst später wieder gemerkt, dass wir eigentlich denselben Glauben teilen. Also historische, politische Faktoren haben eine große Rolle gespielt. Und nun spielt ja gerade bei Katholiken der Begriff der Überlieferung, der Tradition eine große Rolle. Sie sprachen es ja gerade schon an, dass wir uns auseinandergelebt haben. Ist dann heute gerade die Tradition zum Haupthindernis geworden, der eben bei der Wiederversöhnung und bei der Einheit, weil wir doch eine sehr starke Tradition haben, mittlerweile hat aber auch die orthodoxe Kirche sowieso, aber auch die protestantischen Mitbrüder und Schwestern haben eine 500-jährige Tradition. Ist die Tradition heute der große Stolperstein geworden? Er ist der Stolperstein für die Trennung geworden, aber er kann auch der Edelstein für die Wiederversöhnung sein, indem wir entdecken, dass in den verschiedenen Traditionen bestimmte Wahrheitsmomente ausgefaltet worden sind, einige vergessen worden sind. Und wenn wir miteinander in ein tieferes Gespräch kommen über die eigenen Traditionen, dann können wir auch entdecken, wie viel uns gemeinsam ist. Insofern muss die Tradition gerade nicht ein Hindernis sein. Man könnte ja also, ich würde Sie keiner beneiden um Ihre Position, auch um die Schwierigkeiten, die Sie täglich vor sich sehen. Auch wenn Sie die Geschichte überblicken, wenn Sie die Zukunft überblicken, wenn Sie auch die Unmöglichkeiten erfahren, wie schwer es ist, Sie oft zu begegnen. Jetzt, aber es gibt ja doch ein sehr schönes Ereignis, was sich im nächsten Jahr 50 Jahre jährt. Das war, als Papst Paul VI. In Jerusalem den Patriarchen Athenagoras getroffen hat, zum ersten Mal, als die Bannflüche aufgehoben worden sind in der Zwischenzeit. Jetzt im nächsten Jahr will ja Papst Franziskus, will Patriarch Bartholomäus in Jerusalem treffen. Was hat sich in diesen 50 Jahren getan zwischen der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche? Es hat sich unendlich viel getan, weil ja nach beinahe mehr als 1000 Jahren sich der ökumenische Patriarch und der Papst, der Bischof von Rom, zum ersten Mal getroffen haben, in Jerusalem getroffen haben. Und in diesen 50 Jahren ist ein intensiver Dialog zustande gekommen, in dem wir vieles entdeckt haben, was uns gemeinsam ist. Und es ist auch eine große Freundschaft entstanden, vor allem zwischen der Kirche von Rom und der Kirche von Konstantinopel. Es gibt mittlerweile eine 40-jährige Praxis der gegenseitigen Besuche, dass am Fest von Peter und Paul eine hohe Delegation von Konstantinopel nach Rom kommt und mit uns das Patronatsfest feiert. Und am 30. November, am Fest des heiligen Andreas, ich mit einer Delegation nach Konstantinopel gehe, um dies zu feiern. Und das ist ein grundlegender Bestandteil der Ökumene. Ohne diese freundschaftlichen Beziehungen findet der theologische Dialog eigentlich kaum statt. Das ist die Basis von allem. Und wenn ich heute die Texte lese, aus der damaligen Zeit, die sind ja alle gesammelt in diesem schönen Buch Thomas Agapis, dann spürt man die Leidenschaft dahinter von Paul VI. Und vom Patriarch Athanagoras. Wir müssen die Einheit wieder finden und wir müssen wieder denselben Altar teilen. Nun kommen Sie aus der Schweiz. In dieser Sendung strahlen die Schweiz aus nach Deutschland, in die deutschsprachige Welt. Sie haben Russisch gelernt und Sie kennen sehr viele Griechen, aber unsere Gegenüber sind ja doch mehr die deutschsprachigen Mitchristen, deren Glauben wir nicht teilen. Was hat sich dann in diesen 50 Jahren getan zwischen
Katholiken und den evangelischen Christen und den Protestanten, wie sie auch heißen. Was hat sich da in der gleichen Zeit, den Sie gerade so schön beschrieben haben, von Paul dem VI. Und Athenagoras und jetzt, was hat sich in der gleichen Zeit? Hier muss man natürlich unterscheiden, weil der Protestantismus ja nochmals sich ungemein ausgefächert hat. Wir haben für ganz verschiedene Dialoge mit den Lutheranen, mit den Reformierten, mit den Methodisten, mit den Mennoniten, mit den Baptisten, mit den Anglikanern und so weiter. Es sind ungefähr 14 verschiedene Dialoge, da müsste man jeden einzelnen angehen. Und der Dialog mit den Lutheranern ist natürlich anders als der Dialog mit den Reformierten. In der Schweiz sind fast alles Reformierte. Da ist der Dialog schwieriger als mit den Lutheranern, weil wir mit den Lutheranern doch Verschiedenes gemeinsam haben. Und die Schweizer Reformierten in der reformierten Welt, weltweit gesehen, nochmals einen Sonderfall darstellen. Aber ist jetzt nicht in diesem gleichen, wir haben jetzt hier außen davor gelassen, die dogmatischen Unterschiede sind ja gar nicht so groß. Mittlerweile kommen ja auch da wieder Unterschiede der Traditionen dazu, auch der ethischen Entwicklung, die verschiedene Konfessionen nehmen. Aber ich möchte einen anderen Aspekt hervorgreifen, ist, ob die Ökumene nicht mittlerweile zu einem Projekt von Theologen geworden ist, mit ihren Spitzfindigkeiten, während die Großzahl der Katholiken und der Protestanten kaum noch wissen, was der Unterschied eigentlich ist. Sie kennen wahrscheinlich die Unterschiede deshalb nicht mehr, weil sie ihre eigene Kirche nicht mehr kennen. Ich habe als Bischof von Basel doch einige Kirchenaustritte von Reformierten bekommen. Reformierte haben mir geschrieben, wir wollen jetzt endlich die Kirche verlassen, aber es ist uns wichtig, dass der oberste Chef unserer Kirche das weiß. Und sie haben es dem katholischen Bischof geschickt, ich habe es dann jeweils zurückgeschickt und die Adresse angegeben, sie sollen sich mal überlegen, woraus sie eigentlich ausgetreten sind. Also vieles wird natürlich nicht mehr gewusst von der eigenen Kirche und dann sieht man auch die Unterschiede nicht mehr. Aber das ist doch gleichzeitig ein Riesenproblem. Also wir reden noch weiter, als wären wir 50 Jahre, sogar so vor 100 Jahren, weil die theologische Bildung war ja noch sehr viel verbreiteter in den Familien, in den Schulen. Heute gibt es sie fast nicht mehr, aber trotzdem oben, wie in einem kleinen Elfenbeinturm, sitzen die Theologen immer noch nicht, haben die Streitigkeiten aus von 500 Jahren, führen sie weiter aus, versuchen sich da zu einigen, während die Kirchen, ich will nicht sagen, sich nicht aufgelöst haben, aber schon, wo hier die große Flucht eigentlich begangen ist und auch das große Verdampfen des Glaubensgutes, der Glaubensgewissheiten. Das ist natürlich eine gemeinsame Herausforderung, dass wir den Glauben wiederfinden. Und die Ökumene kann da auch eine große Hilfe sein. Wir müssen gemeinsam den Glauben heute bezeugen in der Welt. Und das ist ein entscheidender Anstoß, auch in der Ökumene weiterzukommen, weil wir die Neuevangelisierung nur ökumenisch vollziehen können. Die können wir nicht als einzelne Kirche vollziehen, weil die Herausforderungen sind gemeinsam. In letzter Zeit ist viel die Rede davon, von Kontinuität. Papst Benedikt hatte schon gesagt, die Kontinuität der vorkonziliaren Kirche mit der nachkonziliaren Kirche. Es gibt nur eine Kirche. Jetzt im letzten Jahr ist sehr viel im Vatikan die Rede von der Kontinuität der beiden Pontifikate, dass die beiden Päpste so gut wie eins wären, sogleich jeder sieht, dass sie völlig verschieden sind. Aber nur das große Anliegen von Benedikt war ja doch die Ökumene. Jetzt kommt aber, mit Papst Franziskus ist ein Mann auf die Thron Petri gekommen, in die Schuhe des Fischers, der nicht mehr aus Europa kommt, der nicht mehr aus dem Land der Reformation kommt, also was ja auch für Benedikt im Grunde für jeden deutschen Bischof eine ganz andere Herausforderung ist. Wie ist dann sein Anspruch, seine Herangehensweise an die Ökumene? Ist ihm das genauso, brennt ihm das genauso unter den Fingernägeln wie Papst Benedikt, der ja auf sehr, sehr große Schwierigkeiten gestoßen ist, wenn Sie an den Besuch in Erfurt denken? Ich glaube, dass die Ökumene Papst Franziskus ebenso sehr am Herzen liegt. Aber er hat natürlich eine andere Erfahrung, er kommt von einer anderen Situation her, von Lateinamerika her, wo wir ein Phänomen entdecken müssen, das weltweit im Aufwind begriffen ist.
das sind die evangelikalen und pentekostalischen Bewegungen, die rein zahlenmäßig die zweitgrößte Realität darstellen. Nach der römisch-katholischen Kirche kommt der Pentekostalismus. Also wir müssen eigentlich von einer Pentekostalisierung des Christentums reden oder vielleicht sogar von einem vierten Typ des Christentums, orthodox, katholisch, protestantisch, pentekostalisch. Von daher ist er natürlich sehr stark am Puls der heutigen Herausforderung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch erwähnen, dass Papst Franziskus als Erzbischof von Buenos Aires verantwortlich gewesen ist für alle orientalisch-katholischen Kirchen und von daher den Orient und die orientalische Tradition sehr gut kennt. Aber vielleicht können Sie gerade, wo wir die Gelegenheit haben, uns, wie soll ich sagen, from the horse's mouth, dass Sie den Pentekostalismus ein bisschen näher erklären. Was ist das? Was können Sie mir sagen und deutschen Zuschauern, Zuschauerinnen und Hörerinnen? Was ist das Wesen des Pentekostalismus? Das ist sehr schwierig zu sagen, weil wir haben im Mai eine große Tagung gehabt, einen Kongress gehabt hier in Rom über dieses Phänomen. Und da hat sich gezeigt, dass der Pentekostalismus in Asien, in Afrika, in Lateinamerika, in Europa ein sehr verschiedenes Gesicht hat. Das macht es auch schwierig, einen Dialog auf universaler Ebene zu führen. Ich bin überzeugt, dass wir ihn auf regionaler Ebene führen müssen. Was diesen Bewegungen gemeinsam ist, ist eine starke Besinnung auf die Gegenwart des Heiligen Geistes unter uns. Und das ist vielleicht auch die entscheidende Herausforderung an uns, dass wir unsere Pneumatologie, unsere Lehre vom Heiligen Geist neu anschauen müssen und vertiefen müssen. Also, das in der Nussschale, der Heilige Geist spielt da eine ganz besondere Rolle, ja, in diesen Pfingstkirchen, wie es auch heißt. Sagen Sie, was ist für Sie, also das haben Sie eben schon gesagt, Sie haben eben gesagt, bei dem Wort Freude, dass mit dem Wort Freude das Evangelium anfängt. Was ist für Sie in der Weihnachtsgeschichte das ermutigendste Zeichen für die Ökumene? Und der ermutigendste Impuls. Was holen Sie die meiste, oder aus dem ganzen Evangelium, wo holen Sie die stärkste Ermutigung her für Ihr schwieriges Amt? Also das ist natürlich schon die Urkunde der Ökumene, ist das hohe priesterliche Gebet Jesu im Johannesevangelium 21, den Kapitel, wo Jesus für die Einheit der Jünger betet. Und das ist ja sehr schön. Jesus befiehlt die Einheit nicht, er ordnet sie nicht an, sondern er betet für die Einheit. Das heißt für mich, dass wir auch heute, dass die Ökumene mit dem Gebet um die Einheit steht und fällt. Denn dahinter steht die Überzeugung, dass wir die Einheit nie schaffen werden. Der eigentliche Ökumeniker ist der Heilige Geist. Und die Einheit kann nur ein Geschenk sein und wir sind nur die Instrumente. Und dann ist der zweite Satz zu beachten, den Jesus betet, damit die Jünger eins sein, damit die Welt glaubt. Einheit ist kein Selbstzweck, sondern sie dient der Verkündigung des Evangeliums. Die Welt kann nur glauben, dass Christus der Gesandte ist, wenn die Christen, die sich auf ihn berufen, an ihn glauben, auf ihn getauft sind, nicht gegeneinander leben, sondern miteinander. Nun feiern wir an Weihnachten ja auch das Fest, nicht der Menschwerdung, der Geburt Christi. Das heißt, das ist ja der Glaube der Christenheit, dass Gott hat in die Geschichte eingegriffen. Er ist Mensch geworden und ist nicht über der Geschichte, an die Geschichte eingegriffen. Warum, frage ich Sie, greift er nicht häufiger ein, wo er sieht, wo sein Volk so daniederliegt? Er greift schon ein auf seine Art und Weise, in seiner sehr demütigen, sanften und zarten Art und Weise. Er wird, wenn er in die Geschichte eingreift, er wird Mensch. Und zwar in der ohnmächtigsten Gestalt des Menschseins, er wird Kind. Das heißt, er will uns nicht von außen her erobern, sondern will uns von innen her gewinnen. Und das ist die Weise, wie Gott in der Geschichte wirkt. Und das heißt natürlich, dass wir sensibel werden müssen auf die leise Stimme Gottes und ihn nicht wahrnehmen können in der Geschichte, wenn wir taubstumm geworden sind.
Aber sagen Sie bitte noch ein Beispiel oder zwei Beispiele für das Eingreifen Gottes in unserer Zeit. Ich erlebe das jeden Tag, dass Gott gegenwärtig ist, wie er sich zu erkennen gibt in der Geschichte des persönlichen Lebens, in der Geschichte der Kirche, in der Geschichte der Welt. Das jeweils dingfest zu machen, das sind schwierige Sachen, aber ich bin überzeugt, dass Gott immer dahinter steht und uns den Weg zeigt. Ich hatte es eben schon kurz angedeutet, dass katholische und evangelische Christen auch, ich weiß nicht, wie in Südamerika ist, dass sie sich im säkularen Alltag kaum voneinander unterscheiden. Nun gibt es aber im Krieg den Ausdruck von Pockets of Resistance. Gibt es sowas, Widerstandsnester, Oasen, wo der Glaube noch lebendig ist, wo sie sagen, da gehe ich hin und da treffe ich lebendigen Glauben an? Immer wieder. Der Glaube ist nicht tot. Auch in unseren Regionen erlebe ich immer wieder Gemeinden, Gemeinschaften, wo der Glaube wirklich lebt. Dann gibt es ganz große Gemeinschaften, wo man einen Neuaufbruch erlebt. Ich war an der Vollversammlung des Weltkirchenrates in Korea und habe da eine lebendige katholische Kirche erlebt mit sehr, sehr vielen Berufungen. Die Geografie des Christentums hat sich vielleicht verändert, aber das Christentum ist lebendig in der Welt. Und ich bin auch überzeugt, dass es in Europa keineswegs ausstirbt, sondern Europa hat letztlich nur Zukunft mit diesem Christentum. In 3 Jahren bereiten sich die Kirchenreformation vor auf den Theseneinschlag Martin Luthers vor 500 Jahren. Was denken Sie, werden Sie in diesen 3 Jahren die katholischen, evangelischen Positionen verhärten, oder wird man weiter aufeinander zukommen können? Es ist unsere Hoffnung, dass wir Schritte aufeinander zutun können. Das setzt allerdings voraus, dass man intensiv aufeinander hört. Die Evangelischen wünschen ja, dass wir Katholiken mit dabei sind. Dann muss ich aber von den Evangelischen auch erwarten, dass wir ungefähr sagen können, wie wir unser Dabeisein vorstellen. Und deshalb gibt es ja schon in der Sprache Unterschiede. Die Evangelischen reden davon, dass sie die Reformation feiern wollen. Das ist etwas, was für uns nicht möglich ist, weil die Reformation ist nicht nur die Wiederentdeckung des Evangeliums, sondern hat auch zur Spaltung geführt und hat zu furchtbaren Konfessionskriegen im 16. und 17. Jahrhundert geführt. Das kann man alles nicht feiern. Deshalb haben wir lieber den Begriff des Gedenkens. Und wir haben ja zusammen mit dem Lutherischen Weltbund ein gemeinsames Dokument verabschiedet, das den Titel trägt From Conflict to Communion und 3 Punkte hat. Der erste Punkt, Dankbarkeit für all das, was wir in den letzten 50 Jahren als gemeinsam erkannt haben. Zweitens, Hoffnung, dass das Reformationsgedenken einen Schritt in die Zukunft wagt. Und drittens, Buße und Trauer über das, was wir uns in den vergangenen 500 Jahren angetan haben. Und diesen Dreiklang unter den Überbegriff Jubiläum und Feier zu nehmen, das ist schwierig. Deshalb reden wir lieber von einem gemeinsamen Gedenken. Vor 4 Jahren mit Papst Benedikt in Konstantinopel, die standen am Schluss nebeneinander wie 2 Boxer nach einem gemeinsam gewonnenen Kampf auf dem Balkon, rissen die Arme hoch. Aber da wurde von beiden Seiten eigentlich gesagt, dass die Einheit, dass im Grunde fast nichts mehr uns von der Einheit trennt. Werden wir es noch erleben, dass die völlige Einheit, wie es da proklamiert worden ist zwischen orthodoxer und katholischer Welt? Ich bin überzeugt, dass ich es noch erleben werde. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob ich noch auf Erden bin oder schon im Jenseits. Aber erleben werde ich es auf jeden Fall. Aber wenn ich denke, auch dieses Gedenken des nächsten Jahres auf die 50 Jahre der ersten Begegnung, sollte uns einen neuen Antrieb geben. Papst Johannes Paul II. Hat ja in der Hoffnung gelebt, die Einheit mit der Orthodoxie bis zum Jahr 2000 feiern zu können.
das noch zu erleben zu können. Ich glaube, diese Leidenschaft, die 1964 da ist, die ist ein bisschen gedämpft. Und wenn wir da wieder neu auf den Heiligen Geist hören und diese Kraft wieder finden und zu sehen, wir Ost und West gehört zusammen. Johannes Paul II. Hat von den zwei Lungen geredet, in denen wir atmen müssen. Wir können nicht mehr lang mit einer Lunge atmen, wenn wir gesund bleiben wollen. Eine allerletzte Frage an den Vorsitzenden vom Rat der Einheit der Christenheit. Worin sind sich heute alle Christen immer noch einig? Oder gibt es das? Oder gibt es das nicht? Ich glaube an das dreifaltige Glaubensbekenntnis, dass wir glauben an den Vater, der der Schöpfer der Welt ist, der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat, der uns auch weiterhin in der Kraft des Heiligen Geistes begleitet. Dieses trinitarische Bekenntnis ist eigentlich ein Bekenntnis, das alle Christen eint. Und das ist die größte Grundlage, auf der wir auch vorangehen und in die Zukunft schreiten können. Lieber Kardinal, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen Gottes Segen. Danke Ihnen und gesegnete Weihnachten. Danke sehr. Danke sehr.